Stell dir vor, du wachst eines Tages auf und hast einen merkwürdigen Gedanken in deinem Kopf. Und im Laufe der Woche wird dieser Gedanke immer negativer und aufdringlicher. Dann beginnt er dich zu kontrollieren, dich abzulenken und dir Angst zu machen. Schließlich findest du etwas, das den Gedanken beruhigt. Und von diesem Moment an tust du jedes Mal, wenn der Gedanke wieder auftaucht, zwanghaft das, was ihn beim ersten Mal zum Schweigen gebracht hat. Jeder erlebt zufällige, aufdringliche oder seltsame Gedanken. Aber die meisten von uns haben Gehirne mit einem Spamfilter, der sie beiseite schieben kann. Bei etwa 2% der Menschen bleiben diese störenden Gedanken in ihrem Gehirn hängen und führen zu zwanghaftem Verhalten. Sie haben eine Zwangsstörung. Zwangsstörungen sind eine psychische Störung, bei der eine Person unerwünschte, aufdringliche und sich wiederholende Gedanken hat, die zu Zwangsvorstellungen werden. Diese Zwangsvorstellungen zwingen sie dann dazu, Dinge zu tun, die sie von diesem Gedanken befreien. Ein Verhalten, das als Zwang bezeichnet wird. Deshalb nennt man sie auch Zwangsstörung. Zwangsstörungen treten am häufigsten bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren auf, wobei die Symptome ein breites Spektrum abdecken. Manche haben nur wiederkehrende Gedanken, andere leiden unter extremen Zwangsvorstellungen, die ein normales Leben erschweren. Bei vielen kommt und geht es in Wellen. Die Symptome der Zwangsstörung werden häufig in 4 Gruppen eingeteilt: Symmetrie, verbotene Gedanken, Putzen und das Anhäufen von Dingen. Bei manchen treten auch andere Symptome auf, bei anderen wiederum eine Mischung aus mehreren Faktoren. Miko, Anne, Jane und Joe haben jeweils ihre eigene Version der Zwangsstörung. Miko ist besessen von Symmetrie und kann Stunden damit verbringen, Bücher zu sortieren. Und wenn er seine Bibliothek betritt, muss er sie genauso verlassen, wie er sie betreten hat, rückwärts. Anne begann, verbotene, negative Gedanken zu haben, nachdem sie ihre Mutter verloren hatte. Seitdem hat sie ständig Angst, dass andere um sie herum sterben könnten, auch sie selbst. Ihre verbotenen Gedanken können sie jederzeit überfallen. Ihr Herz beginnt zu klopfen und ein schreckliches Bild geht ihr durch den Kopf. Um sie zu vertreiben, kaut sie auf ihren Nägeln, bis sie bluten. Jane ist besessen von Sauberkeit und wird unruhig, wenn Dinge schmutzig erscheinen. Sie wäscht sich etwa 50 Mal am Tag die Hände. Und wenn sie fertig ist, wäscht sie auch die Seife, denn in ihrer Welt ist alles voller Keime. Besonders die Dinge, die sie anfasst. Joe denkt ständig daran, Dinge zu verlieren. Um seine Angst zu lindern, beginnt er zu horten. Wenn er sein Haus verlässt, prüft er immer wieder das Schloss an der Tür. Dann, 5 Minuten später, fragt er sich, ob er die Fenster geschlossen hat. Und so kehrt er zurück und denkt, dass er so sehr darauf bedacht war, die Tür abzuschließen, dass er die Fenster übersehen haben könnte. Wie kommt es also, dass in einer Gruppe von Menschen nur einige eine Zwangsstörung haben? Menschen mit Zwangsstörungen werden oft mit einer genetischen Veranlagung geboren, wobei etwa jeder 4. ein unmittelbares Familienmitglied mit dieser Störung hat. Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben können Umweltfaktoren, wie zum Beispiel ein Trauma in der Kindheit, den Ausbruch der Zwangsstörung auslösen oder ihre Intensität verschlimmern. Die neurobiologischen Ursachen werden zwar noch erforscht, aber die Hirnregionen, die die Gedankenverarbeitung steuern, könnten bei Menschen mit dieser Störung beeinträchtigt sein. Infolgedessen können sich ihre Gedanken nicht richtig entwickeln, sondern bleiben stecken, wiederholen sich und führen zu einem Kontrollverlust. Jemand, der immer wieder überprüfen muss, ob er die Tür abgeschlossen hat, hat den Gedanken »Habe ich abgeschlossen?«, der sich endlos wiederholt, ohne gelöst zu werden. Während Zwangsvorstellungen scheinbar einfach im Kopf auftauchen, sind Zwänge erlernte Reaktionen. Sie helfen, die Ängste zu reduzieren, die mit aufdringlichen Gedanken verbunden sind. Wenn Jane also eine ständige Angst vor Keimen hat, reduziert sie ihre Angst, indem sie sich die Hände wäscht. Da dieses Ritual vorübergehend Erleichterung verschafft, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie es wiederholen wird. Ist der Zwangsstörungszyklus erst einmal etabliert, führen Zwangsvorstellungen zu Angst, die den Zwang auslöst, der die Erleichterung bringt. Und dann geht es wieder los. Infolgedessen hält das zwanghafte Verhalten nicht nur an, sondern wird sogar exzessiv, oft mit negativen Folgen, die ein normales Leben unmöglich machen.
Zu Beginn einer Zwangsstörung ist man sich dessen oft nicht bewusst. Und infolgedessen führen einige der schrecklichen Gedanken in ihrem Gehirn dazu, dass der Betroffene glaubt, er sei ein schlechter Mensch. Deshalb ist es wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um das Gehirn zu verstehen und schließlich zum Schweigen zu bringen. Die Behandlung von Zwangsstörungen umfasst kognitive Verhaltenstherapie, Überwindung der aufdringlichen Gedanken durch Verzicht auf Zwangshandlungen, Rumination, gezielte Exposition mit Reaktionsvermeidung, die sich auf die Zwangsgedanken konzentriert, Medikation oder Spitznamen, um die Gedanken neu zu benennen, zuzuordnen, zu fokussieren und neu zu bewerten. Was ist mit dir? Hast du jemals Zwangsgedanken erlebt? Und wenn ja, zu welcher Art von Zwängen? Teile uns deine Erkenntnisse und Strategien für den Umgang mit deinem mentalen Monster in den Kommentaren unten mit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.